Guten Morgen hier an einem tristen Novembertag. Ganz leicht drücken. Riecht ihr das? Diesen Bäckerduft, diesen Puderzucker. Wir gehen heute Stollen backen hier bei Bäckerei Ulrich. Hi, Grüße. Ralf Ulrich, Inhaber der Bäckerei. Was machen wir heute? Ich denke, wir backen heute einen schönen Stollen zusammen. Einen schönen Dresdenstollen. Yummy. So, natürlich müssen wir uns erstmal ins richtige Outfit schwingen. Relativ schwer und halt unsere Stollen. Früher hat man das tatsächlich gemacht, wie ich das jetzt mache. Sind da schon irgendwelche Geheimzutaten drin? Oder ist nee, doch also hier haben wir jetzt ganz normales. Was ist ganz normales? Schöne Stollen hier aus Dresden. Haben wir Hefe drin, bisschen Zucker. Die Hefe bitte, was so eine Startenergie hat. Okay. Und dann. So, naja, es gibt schon ein paar schöne Zutaten, wo man sagt, okay, da kann man schon ein bisschen schön drüber philosophieren. Haben jetzt hier schon mal das Zitronat, Orangenschale und die Mandeln. Die würde ich jetzt schon mal in die Maschine. Okay. Ja. Rein tun, wenn du so möchtest. Ein fettes Ding. Kannst rein tun, ja. Alles rein. Das soll immer schön aussehen. Jetzt wichtig, natürlich noch. Zucker dran. Salz. Mhm. So, und was ist das? Riech mal. Komm mir bekannt vor. Muskat, beziehungsweise das ist dann die Matzespüle. Und ein bisschen zerriebene Zitrone. Maschine zu und dann lassen wir das schön langsam erstmal mischen. Jetzt kommt noch ein bisschen Rum rein. Normal kommen 2 Liter ran, aber die müssen das schön aufsaugen. Die ganzen Sultaninen kommen dann auch an den Teig ran. Jetzt machen wir das Mehl ran. Yes, volles Rohr! So, jetzt schon mal Bäckerhände her. Jetzt haben wir noch 2 Zutaten übrig. Okay, also man merkt, es steckt ein echtes Handwerk dahinter, ne? Die Reihenfolge, das Zusammenfügen, das ist schon ja. Kniff. Wie viele Stollen hast du jetzt schon gemacht? Viele Tausend. 3,5 Millionen werden pro Jahr verkauft, ne? Ungefähr. In etwa. Ein bisschen was mehr letztes Jahr. 3,5 Millionen, Leute. 3,5 Millionen. Da wird sogar nach Hawaii exportiert und Australien und so. Also unser Versandliste ist bei uns im Betrieb Amerika, Japan, China hatten wir schon, Russland hatten wir schon. Und noch ein paar afrikanische Länder, wo ich sage, da hätte ich nie gedacht. Nigeria zum Beispiel. So, Mürbeteig. Was denn? Sag ich immer, könnte man wunderbare schöne Kekse machen. Mhm. Aber soll ja ein Dresdner Stollen werden. Jetzt müssen die Zutaten, also das Hefestück und das zusammengeführt werden. Okay. Aber hier müssen wir jetzt warten, bis es noch die Masse erreicht hat. Der hat schon ordentlich jetzt Volumen bekommen. Wie ein echter Bierbau. Ja, aber so ein Teig, da muss ein gewisses Reifegrad erreicht haben. 5 minutes later. Da ist es okay. Hier. Wird hier der Vorteig vermengt, aber das macht die Maschine für uns. Also das ist sehr richtig. Den Teig, jetzt das Hebestück so runterzukneten, dass es nicht überarbeitet ist, okay. Aber trotzdem ordentlich untergemischt. Also handwerkliches Schicksal. Nach Dresdner Stollen haben wir aber trotz alledem schon ein paar rechtliche Geschichten, die man einhalten muss. Mindestens 50% Butter dabei sein. Okay. Wir haben 10 Kilo mehr und dann kommen mindestens 5 Kilo Butter dazu. Okay. Butter anders, 10 Kilo mehr, mindestens 6,5 Kilogramm Rosinen. Okay. 10 Kilo mehr, 2 Kilo Zitronat Orangenschale. So. So, da greift das sich fast optimal an. Jetzt kommen ja diese vielen Sultane dran. Jetzt kommt der schöne Rum durch. Gibt es denn noch einen Cuba Libre danach? Das sind jetzt wirklich nur noch ein paar wenige Sekunden und dann ist der Teig schon fertig. Ja. Dann warten wir noch eine 10 Minuten, Viertelstunde. Also wir lassen den Teig ein bisschen Zeit zum Entspannen. Ja, das sieht jetzt schon ein bisschen nach Stollen aus auf jeden Fall, was hier drin ist. Ne? Solltet ihr euch vormerken, im November, immer November ist das, ne? November. Genau. November, meistens in der Almer-Galerie gibt es die öffentliche Stollenprüfung. 70 Stollen am Stück werden okay. Da den ganzen Tag geprüft und da kann man wunderbar kosten. Da kriegt man erstmal die vielen Unterschiede auch mit. Also nächstes Jahr mal dabei sein, ne? Top-Termin, top-Termin. Ja. So, nächster Schritt. Jetzt kommt das Mehl. Streunen hier so. Ja, immer raus, genau. Müssen wir uns ein großes Stück schnappen. Okay. Müssen die schon irgendein Gewicht haben? 2 Kilo. Okay. Also ich würde jetzt sagen, es könnten 2 Kilo sind. Mal sehen, ob die dann genauer misst. Schon mal gut. War schon relativ genau. Ah, auf den Gramm genau. So, 2 Kilo, Leute.
guckt auf die Waage. Okay. Oh, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Passt. Eine Rosine. Passt. Ah. So, jetzt kneten wir den schon. Okay. Das mal vor. Okay. Also man drückt dann rein, ganz leicht natürlich. Umschlagen. Einkriegen. Umschlagen. Und wenn es da oben nicht perfekt aussieht, nach 3 Jahren Lehrzeit. Das geht heute in 10 Minuten. Sieht es dann so aus. Und ist ein schöner Ballnass. Okay. Na ja. Es wird schön, aber warte mal, jetzt drehen wir das mal rum hier. Okay. Einfach rumdrehen, Leute. Dann passt es. So, jetzt haben wir natürlich hier wunderschöne Teigball. Mhm. Jetzt wollen wir aber mal einen Stollen draus machen. Glatte Seite nach unten. Ja. Und jetzt ist das ein leichtes Rollen. Möglichst ohne Mehl. Dann, wenn der schon ein bisschen so die Form hat, muss man kurz mal einschlagen. Und das wird eingeschlagen. So, hier. Ja. Und dann ist es wichtig, den Schluss schön wieder zuzuschlagen. Ich roll den jetzt noch fertig. Teig. Hat ein bisschen was von dem Dürüm, würde ich sagen. Ups. Aber wahrscheinlich doch noch ein Stollen wären. Jetzt kommen die. Jetzt kommen die Stollen. Ordentlich hier. Ja. So, vorsichtig. Ja. Könnt ihr es schon schmecken? Könnt ihr schon riechen? Also das war jetzt perfekt. Aber du hast wirklich eine perfekte Idee gebrochen. Das wird uns unser Geselle ein bisschen unterstützen, dann nimmt das gleich mit zum Backen. Wir holen jetzt unseren eigenen Stollen hier aus dem Ofen. Hm. Gut geworden ist der. Hm. Stunde vorbei. Wir haben noch kaum Butter drin. Wir können ja locker noch mal 5 Kilo Butter oben drauf. Ja, jetzt. Das riecht schon. Das ist eine Butter. Ja. Aber mehr noch. Da ist es sensibel. Und da Butterzucker relativ schnell weg sein. Der bleibt jetzt einen Tag eigentlich liegen, aber wir machen es mal wie Tim Melzer und Johann Lafer. Wir haben da mal was vorbereitet. Wir haben jetzt den Stollen jetzt in der Hand. Der bricht jetzt auch nicht mehr, das ist okay. Stabil. Ja. Ist auch das geregelt, ist auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Okay. Sein. Okay. Jetzt machen wir noch das goldene Siegel drauf. Okay. Und du den oben eine schöne Dose rein. So. Das wird eigentlich euer perfektes Weihnachtsgeschenk, falls ihr also noch nichts habt. Zusammen. So, genau, hier. Zack. So, wenn man so einen Stollen auch mal selbst backen will, kann man das auch machen, ne? In Erlebnisbäckereien? In Erlebnisbäckereien. Man kann auch zuschauen, wie das bei uns am Spitzenmarkt in der Steinbachstube passiert. Und es gibt auch hier in Dresden, wie gesagt, Erlebnisbäckereien, wo man da durchaus mitmachen kann. Okay, also falls ihr selbst mal einen Stollen backen wollt, kann ich euch das nur empfehlen. So, das wäre jetzt dein Stollen. Das ist nicht mein ganz heute mitnehmen. Und dir schmeckt das. Ralf, ich danke dir auf jeden Fall. Bitte, bitte. Hat mega viel Spaß gemacht und jetzt werden wir das Ding verspeisen, oder? Mmh.